Pieps, guten Morgen. Es ist früh am Morgen, am 7. Und heute ist ein grosser Tag. Ich bin jetzt gerade meine Sachen anpacken und mache mich nachher auf den Weg an den Flughafen. Weil ich werde heute auf Vietnam reisen, und zwar nicht allein, sondern zusammen mit Sarah. Und wir gehen für Edelweiss. Edelweiss wird ab November Direktflüge auf Vietnam anbieten. Und zu diesem Anlass gibt es eine kleine Kalle. Hey Silvina, ich weiss, du interessierst dich für Food von der ganzen Welt. Ich bin hier in Vietnam und wir filmen für eine Kochsendung. Und es ist mega spannend. Ich würde dich gerne einladen, hierher in meine Sendung, um mein Mönch zu probieren. Aber das musst du natürlich verdienen. Und ich habe dir ein paar Challenges bereitgelegt. Und die Flugtickets schicke ich dir. Und die erste Challenge ist beim Check-in-Schalter von Edelweiss Air. Ich hoffe, du bist bereit. Viel Glück. Ich tue jetzt noch schnell fertig packen und dann mache ich mich on the way zum Flughafen. Jetzt gerade am Flughafen angekommen und habe erfahren, dass ich irgendwie meine Visa-Formular drucken und Passbilder mitnehmen soll. Ich habe natürlich nichts mitgenommen und darum jetzt spontan. Hey, unsere Köpfe Matchen zu machen? Ich mir schon immer mal gewünscht habe, mal so einen Trip machen, einen Adventure-Trip zusammen mit einer Freundin. Cross off my bucket list. Jetzt müssen wir aber zuerst mal zu den Buckets gehen, weil es gibt eine Challenge. Unser Trip ist an eine Bedingung geknüpft. Besser gesagt, ein paar Bedingungen. Wir müssen Challenges lösen, dass wir teilnehmen dürfen. Sarah, wo ist dein Challenge? Ich mache jetzt hier meine Challenge, die Fabian mir aufgegeben hat. Suchen, rauspicken und dann ready for takeoff. This is my challenge. I'm on it. Yes. Liebe Fabian. Hast du Rollerfahren? Nicht wirklich. Sarah und ich haben beide unsere Challenges gefunden und wir fliegen zusammen auf Ho Chi Minh. Jetzt geht's los, wir werden es rocken. Wir haben es geschafft, wir sind angekommen. Ja, unsere Koffer sind auch angekommen und da aussen hat es auch mega viele Menschen. Und wir suchen jetzt natürlich ein schnelles Taxi, damit wir zu unserem Hotel dann kommen. Das ist mein Hotelzimmer. Cable Management in dem Zimmer schon brennen. Das Hirn ist ein bisschen groggy. Aber jetzt ist es Zeit zum Duschen auspacken, getting ready. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Ich habe eine Challenge. Hey, ich habe immer noch ein Liebling, wo ich mit Gras bin. Macht mega viel Sinn, wenn ich mit dem Rücken, wenn ich so mehr bin. Aber ja, yeah. Ich bin in der Room. Hier habe ich mein Ding gemacht, letzte Stunde. Und sonst Zimmer ist gut, clean. Wir haben es rausgeschafft. Das ist der Vietnam Street Style. Und machen jetzt uns als allererstes gerade unterwegs zu dieser Challenge. Ich sollte ja mit einem Roller einen Einheimischen überholen. Jetzt, ich habe mich im Internet schlau gemacht und habe gelesen, dass wenn man keine vietnamesische License hat, darf man gar nicht Roller fahren, offiziell. Also sie geben einem zwar einen Roller, sie lehnen einem einen aus. Es ist ja sehr beliebt, sehr viele Touristen machen das. Aber du bist nicht versichert. Wenn du einen Unfall machst und irgendeinem Local etwas passiert, kannst du mega dran kommen. Und sollte dich die Polizei irgendwie rausnehmen, kann es Ghetto geben. Und das finde ich nicht so cool und da müssen wir jetzt einen Weg rundherum finden. Und ja. Suchen wir einen, der uns fährt? Wir lassen uns etwas einfallen, genau. Zum Beispiel, es hat ja niemand gesagt, dass ich den Roller selber muss fahren muss, sondern ich muss auf dem Roller einen Local überholen. Let's be creative! Die erste Challenge ist bestanden. Yes, cross off the bucket list. Und jetzt haben sie uns hier gerade von so einem Place angefahren. So einem Concept Store, Food Store Place. Und jetzt gehen wir hier essen. Es wird unser erstes richtige Meal sein, hier in Vietnam. Und
Wir haben mega, mega Hunger. Frischkarte? Mega. Also kann man gar nicht entscheiden. So people, wir haben es geschafft. Wir haben die Roller-Challenge bestanden. Ich mit guter Unterstützung von Sarah. Ja, dann haben wir vom einheimischen Fahrer. Vom einheimischen Fahrer und von Sarah, die das festgehalten hat, auch noch mit der zweiten GoPro. Und dann haben wir hervorragend gegessen. So wirklich geile Salat, Asian Salad und so Raw Vegetable Salad. Wir haben es geliebt. Und morgen ist schon die nächste Challenge. Morgen ist Sarah dran mit der Challenge. Also es bleibt spannend. Und ich beende an dieser Stelle meinen kleinen Vlog von heute. Das ist Vietnam Diaries Part 1. Morgen folgt Part 2. Natürlich dann bei Sarah auf dem Kanal. Also unbedingt, wenn ihr noch nicht habt, abonnieren. Ich sage tschüss und wir sehen uns bald wieder, weil es wird auch bei mir noch weitere Challenges geben. Ja, tschüss!